Datenschutzgrundverordnung, verantwortliche und gemeinsame Verantwortliche. Das ist ein Thema, was viele beschäftigt, ob es den WEG-Verwalter betrifft, den einzelnen Eigentümer und dann eben in der Kombination WEG-Eigentümer. Um dieses Thema geht es heute. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Steffen Groß und ich habe heute wieder eine Expertin dabei, Rechtsanwältin Katharina Gündel. Hallo Katharina. Hallo Steffen. Schön, dass du dabei bist. Spannendes Thema, gemeinschaftliche Verantwortliche. Wir haben also einmal die Wohnungseigentümergemeinschaft, die verantwortlich ist, der WEG-Verwalter, der einzelne Sondereigentümer oder eben auch der Eigentümer, der eine Wohnung vermietet. Wenn zwei zusammenarbeiten, nehmen wir mal das klassische Beispiel WEG und WEG-Verwalter. Wie bestimmt sich das Verhältnis zwischen diesen beiden? Wie können die Aufgaben verteilt werden? Brauchen Sie einen Vertrag? Brauchen Sie keinen Vertrag? Also grundsätzlich ist es so, jeder, der selbst eigenständig über Zweck und Mittel der Datenverarbeitung entscheidet, ist verantwortlicher. Und wenn wir die WEG und den WEG-Verwalter uns angucken, gucken wir jeden einzelnen Datenverarbeitungsvorgang an. Das klingt so ein bisschen anstrengend, aber so ist es tatsächlich. Es kann Möglichkeiten geben, da entscheidet nur die WEG über Zwecke und Mittel. Es kann Möglichkeiten geben, da entscheidet nur der Verwalter über Zwecke und Mittel. Bei den allermeisten machen die das aber zusammen. Klar, geht ja darum, um die Eigentümerdaten bei der Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums. Und wenn die zusammenarbeiten und damit auch zusammen über Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung entscheidet, da reicht es auch, wenn der eine über Zwecke und der andere über Mittel entscheidet, wenn es aber zusammen ist, dann sind die gemeinsam verantwortlich nach Artikel 26 DSGVO. Und ja, dann brauchen Sie einen Vertrag. Brauchen Sie den, wenn Sie den freiwillig abschließen, oder sagt das Gesetz oder die Verordnung, Ihr müsst den haben? Das Gesetz sagt, Ihr müsst den haben, tatsächlich. Wer zusammen Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung festlegt, muss einen Vertrag darüber haben, wer wofür zuständig ist und wie diese gemeinsame Datenverarbeitung läuft. Denn der Betroffene soll ja geschützt werden, soll ja derjenige geschützt werden, dessen Daten da verarbeitet werden. Und der soll eben davor vor Lücken geschützt werden, bei solchen Grenzfällen, wer verarbeitet jetzt wie. Und deswegen brauchen die einen gemeinsamen Vertrag. Im Grunde soll der Vertrag auch zwischen beiden Parteien regeln, wir haben die und die Aufgaben und entweder du übernimmst sie oder du übernimmst sie, damit wir eben keine Lücke haben und der Betroffene immer geschützt ist. Genau, also in diesem Vertrag über die gemeinsame Verantwortung, das ist nicht der Verwaltervertrag, sondern das ist sozusagen ein weiterer Vertrag. Kann Bestandteil des Verwaltervertrags sein, aber es gibt weitere Regelungen. Da geht es darum, welche Datenverarbeitungsvorgänge gibt es. Dann geht es darum, wer erfüllt welche Betroffenenrechte? Das ist ja das, was du eben auch angesprochen hast. Also tatsächlich, wer informiert die Betroffenen, wer gibt Auskunft, wer ist für die Richtigkeit und die Löschung von Daten zuständig? Dann ist da natürlich auch eine Vergütung drin geregelt in diesem Vertrag über die gemeinsame Verantwortung. Kann geregelt sein, muss nicht. Aber auch, wer handelt gegenüber den Behörden? Also da geht es tatsächlich um die Zusammenarbeit bei den Datenverarbeitungsvorgängen. Also immer, wenn zwei Verantwortliche zusammenarbeiten, brauchen die diesen Vertrag und müssen diese ganzen Punkte regeln. Ja. Was passiert, wenn die das nicht haben? Na, dann wird die Behörde sauer, um es jetzt mal ganz untechnisch zu sagen. Das ist ein Datenschutzverstoß. Das ist tatsächlich ein Datenschutzverstoß und der ist im Zweifel Bußgeld bewährt. Ich will nicht mit Bußgeldern drohen, aber tatsächlich, die Behörden gucken darauf. Natürlich gibt es beim ersten Verstoß meistens nur eine Verwarnung. Aber darauf würde ich mich nicht verlassen. Also dieser Vertrag für die gemeinsame Verantwortung, eben weil die Schutzwirkung für die Betroffenen ja so groß ist, ist ein essentieller Bestandteil des Datenschutzes. Wunderbar. Auch das war in Bezug auf den Betroffenen, dessen Rechte meines Erachtens eine super Überleitung zu unserem nächsten Gespräch. Für heute erstmal vielen, vielen Dank. Ja, schön, dass Sie dabei waren und ich freue mich, wenn Sie auch wieder beim nächsten Gespräch dabei sind. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like. Abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, gerade zu neuen Themen, schreiben Sie uns gerne einen Kommentar. Ansonsten finden Sie neben mir weitere Verwalter-Talks. Zu diesen und weiteren Themen gibt es weitere Informationen, Videos und Webinare auf livento.de. Schön, dass Sie dabei sind.